Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play XCOM Enemy Within. Wir sind gerade dabei, die Geistrüstung zu erforschen. Der Satelliten-Nexus ist auch bald fertig. Und unser vorrangiges Ziel ist es, die Hyperwellenverbindung fertigzustellen. Ja, ansonsten, wie ist der Status? Wir haben vor kurzem ja eine ganze Menge erledigt. Unter anderem den Angriff auf unsere Basis abgewehrt und den Ratseinsatz abgeschlossen, wo wir eine... ja, neue potenzielle Soldatin bekommen haben. Und zwar, das war, glaube ich, die Cadent Kennedy. Nee, die war das nicht. Wir hatten, die war schwer. Annette Durand war das, glaube ich, oder? Wir gucken uns die mal an. Ich meine, das war die hier. Oder? Nee, das war sie nicht. Ja, ich habe sie verloren. Ich gebe es zu. Das war sie auf jeden Fall nicht. Jessica Hodges, Hulk war es auch nicht. Das war keine Kanadierin. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo sie ist. Die war das definitiv auch nicht. War keine... Caden Kennedy? Nee. Marco De Luca, Sean Reitz, das sind unsere... Colette G-Boy. Ja, ich finde sie gerade nicht mehr. Ich glaube doch, das war die, oder? Das war Annette Durand. Doch, klar war die das. Die war das. Die haben wir dazu bekommen. Ja, und ansonsten würde ich ganz gerne als nächstes das Psi-Labor bauen. Hier ist ja gerade die Hyperwellenverbindung. Dann bauen wir wahrscheinlich hier drunter das Psi-Labor. Ich muss mal gerade mal gucken, ob das als Labor zählt. Nee, das kriegt keinen Verbundbonus. Das bedeutet, wir können das irgendwo hinbauen. Also als nächstes bauen wir das Psi-Labor, wahrscheinlich dann hier unten hin oder so. Uns fehlen nur noch ein paar Credits. Also ich denke mal, dass wir beim Bau des Satelliten-Nexus und der Hyperwellenverbindung jeweils Geld wiederbekommen. Durch den Werkstattbonus. So, die Geistrüstung ist fertig. Also ein neues Forschungsprojekt mit einem optischen Tarnfeldgenerator versehen. Also jetzt können wir uns auch durch Technik tarnen. Ist der Träger dieser Rüstung extrem schwer zu entdecken. Allerdings funktioniert dieser Tarnung nur, wenn sich der Soldat in Deckung befindet. So müssen wir keine genetische Veränderung mehr vornehmen. So, den schweren Schweber können wir autopsieren. Die MP-Kanone können wir nehmen oder die Erzengel-Rüstung. Das sind da, glaube ich, die Jetpacks. Eine Legierungskanone. Ich bin gerade geneigt, dass ich auf die Legierungskanone gehe. Weil ich ganz gerne mit der Schrotflinten-Spezialistin, also mit dem Sturmsoldaten, spiele. Und die vergleichsmäßig auch relativ fix geht. So, der Satelliten-Nexus ist fertig. Also haben wir wieder die Möglichkeit, was zu bekommen. 125 kriegen wir sogar Werkstattrabatt. Also ein neues Bauprojekt. Und zwar werden wir hier unten in die Ecke das Psi-Labor bauen. Dann haben wir noch 71 Credits zur Verfügung. 8 Tagen ist die Hyperwellenverbindung fertig. Dann müssten wir auch wieder Geld zurückbekommen. Wir können mal schauen, ob wir bereits eine Geistrüstung bauen können. Nee, können wir nicht. Die kostet tatsächlich 217. Die ist verdammt teuer. Die Schalenrüstung ist da in dem Sinne noch günstig. Selbst die Titanrüstung, ja, die kostet nur 109. Und die kostet auch 43 Illyrium und 34 Legierungen. Also, die kostet schon ganz gut. Können wir mal kurz schauen, ob wir auf dem Schwarzmarkt irgendwas Interessantes noch verkaufen können. Wir haben hier noch einen schweren Exalt-Laser, den können wir raushauen. Ansonsten eigentlich nicht wirklich was. Mehr haben wir nicht. Wir haben immerhin noch eine ganze Menge an Illyrium und Legierungen. Das bedeutet, da wird es uns nicht so schnell ausgehen. So, ich bin gerade am überlegen, wie viele Satelliten haben wir denn noch? Gucken wir doch mal. 4 Satelliten haben wir noch verfügbar. Das ist sehr schön. Das bedeutet, wir haben noch mal ein paar Asse im Ärmel, um Länder vor dem Austritt zu beschützen. Die Exalt-Operation, Hacken, Datenbackup 0%, 0 Laboratorien. Verlorene Zeit insgesamt 2 Tage. Verdammt. Wertvolle Forschungsdaten sind der digitalen Kriegsführung von Exalt zum Opfer gefallen. Okay, dann müssen wir wieder eine verdeckte Mission ansetzen. Wen wählen wir denn?
Kate Hilgerot. Was hast denn du für eine Waffe dabei? Du hast eine Laserpistole dabei. Das ist eine normale. Was ist denn mit ihr? Die hat so eine rote Pistole. Die sieht da ziemlich nice aus. Ach so, weil wir sie ja rot gefärbt haben. So, wir nehmen Kate Hill. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Argentinien. Wunderbar. Dann kriegen wir da nochmal neue Informationen. Yay, die Legionskanone ist auch fertig. Wir haben einen Feuermechanismus entwickelt, der Splitter aus Alien-Legion verschießt. Eine extrem mächtige Waffe mit vernichtender Wirkung auf geringen Schussweite. Mit zunehmender Distanz lässt die Treffergenauigkeit aber rapide nach. Das wissen wir ja. Dann würde ich jetzt die Plasma-Pistole erforschen, weil wir aktuell nur noch mit Laserpistolen rumdümpeln und für unsere Scharfschützen ist die ein bisschen schwach auf der Wurst. Aber so eine Legierungskanone könnten wir vielleicht schon mal kaufen. Ah, die ist auch so teuer. Fuck it. Die sind alle so teuer jetzt, die Waffen, ja? Alle so teuer sind die jetzt. Gasgranaten, Blendgranaten, Schnitterpatronen. Respirator-Implantat-Imitat-Strahl. Ich würde sagen, wir machen mal einfach weiter. Gasgranaten. Na gut. Machen wir mal weiter. So, der Spion ist bereit. Wir schicken den Abholtrupp los. Auf geht's. So. Wen nehmen wir dann mal mit? Also. Sie möchte ich auf jeden Fall ganz gerne mitnehmen. Sie auch. Ja, letztes Mal hat sich jemand verwundert oder hat sich jemand gewundert, dass ich nur einen Mech mitgenommen habe. Das war aber Absicht. Weil ich nach aktuellem Stand diesen Trupp, wie ich ihn jetzt hier habe, mit als die stärkste Konstellation sehe. Mr. Killian ist halt ein sehr starker Supporter. Durch dichter Rauch und Sanitäter kann er halt wirklich sehr viel heilen und der dichte Rauch ist halt kein bisher. Die Rauchgranaten sind da halt echt auch ganz gut. Und ja, sie ist halt perfekter Speer und sie macht einfach nur massiven Schaden mit der Waffe. Das ist einfach unfassbar, wie krass stark die ist. Ist natürlich auch ziemlich genetisch modifiziert. Da kam euch ein Kommentar, hey, du hast deinen anderen Mech vergessen. Nee, das war tatsächlich bewusst so gewählt, weil, ich kann das ja mal kurz zeigen. Erstmal haben wir hier noch zwei Major dabei. Und der andere Mech, der hat noch nicht den großen Aufsatz, sage ich mal. Das ist sie hier. Die hat erstmal noch nicht die verbesserte Rüstung und hat noch nicht die bessere Kanone. Das bedeutet, sie hat noch nicht die Partikelkanone. Und diese Konstellation finde ich insgesamt etwas flexibler, muss ich mal sagen. So, ich würde sagen, dann legen wir mal los, wa? Also nach aktuellem Stand. Und mehr kann ich ja nicht mitnehmen. Also das ist ja so das Maximum, was ich mitnehmen kann. Und auf diesen Trupp verlasse ich mich dann ganz gerne. Auf geht's. Holen wir unseren Spion da raus. Eine weitere Zelle von Exalt operiert vom argentinischen Territorium aus. Strike One muss das Gebiet sichern und dafür sorgen, dass unser Agent die nötigen Daten beschaffen kann. Ich hoffe mal. Oder ich bin mal gespannt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Exalt wieder etwas mehr Technologie hat. Also, dass es wieder ein bisschen schwieriger wird. Exalt-Truppen haben einen unserer Agenten überrascht, als er sich gerade in eine feindliche Funkrelaisstation gehackt hat, um an geheime Daten zu kommen. Strike One muss da rein und die Feinde in dem Gebiet ausschalten, damit unser Mann an die Daten aus den restlichen Relaisstationen rankommt. Okay. Er ist unsere einzige Hoffnung, an diese Daten zu gelangen. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir haben ein neues Ziel. Warte mal, wo ist sie denn, die hochspringen kann? Also mit ihr kann ich hier auf jeden Fall hoch. Packen wir es an. So, da kann sich auch tarnen. Zack. So, und jemand kann da noch so hochspringen. Dich nehme ich erstmal nicht. Kannst du da hochspringen? Nee. Irgendjemand habe ich doch noch Sprungkraft gegeben, oder? Hast du das nicht? Doch nicht. Keine Ahnung.
scheinbar nicht. Ja, hätten wir jetzt unsere andere dabei, dann könnten wir, habe ich sie überhaupt genetisch... Die habe ich doch genetisch verändert, oder? Miss King, habe ich die genetisch verändert? Ich weiß das gar nicht mehr. Naja, wie auch immer, wir gehen mal mit ihr auf jeden Fall hier so ein Stück vor. Mal ein bisschen reinchargen hier. Du kommst mir... Okay, da scheint jemand zu sein. Kommst du auch mal da rein? Problem bei dir ist nämlich, dass ich dich erstmal zum eigentlichen Trupp bringen muss. So. Systeme aktiviert. Zack. Also als wenn er seine Schulter da benutzen müsste, so ein Mac. Der könnte wahrscheinlich einfach nur weiterlaufen. So. Unsere Tarnungsspezialistin. Oh, haben wir jemanden gesehen? Bin dran. Da hinten. Guck mal einer an. Da haben wir jemanden. Die noch nicht aktiv sind an der Stelle. Dann bewegen wir uns mal hier hin. Und mit unserem anderen Kollegen werde ich da nach vorne gehen. So, habe ich mich relativ breit hier aufgestellt. Da eine Schredderrakete rein, das war doch was. Schredderraketen habe ich jetzt nicht, aber warum denn nicht so eine normale Rakete? Geile Sache. So können wir auf jeden Fall schon mal zwei Leute umhauen. Das macht doch dann Spaß. Ich gehe mal mit... Mit ihm können wir da gar nicht wirklich lang. Ich gehe mal mit ihm. Nee, mit ihm will ich da auch nicht lang. Dann benutze ich sie mal. Gebe mich dorthin. Getarnt ist er immer noch. Von daher nicht so das große Problem. Begebe mich auf Position. Die ist jetzt natürlich enttarnt. 70%, 90%. Nämlich die 90. Sie verlieren an Boden. Gut. So soll das ja auch sein. Eigentlich könnte der... Oh, da sind ja noch mehr. ...75%. Ja, wenn, dann schieße ich eher den ab. Den nehme ich lieber raus. Oh, wie er mit seinem Kopf gegen die Wand geknallt ist. Autsch. Autschen. So, machen wir mal stummen Schuss. Die Kollegen kann da mal... Da haben wir ja jemanden. Guck dir das an. Na, wenn, dann mache ich den so gleich halt. Oh nein, ne? Nee. Wirklich? Muss das denn sein? Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich den da wegkriege, weil das ist ja blöd. Nein, nein, warum nicht? Das kann nicht wahr sein. Ist mir jetzt egal. Ha! Durch die Wand. Jawohl. Er muss jetzt zwar nachladen, aber das war's mir wert. Schaden vermieden. Treffe. Dann halt nicht. Treff nicht. Ist okay. Schieß dann eben. Au. 6 Schaden.
Laserwaffen machen, aber Waffen machen aber auch einen Schaden, ey. So. Position bestätigt. Oh, die ist nur halb leer. Was hat denn der für eine Waffe eigentlich? Ah, 70%, 50%. Setze Flammenwerfer ein. Machen wir doch mal so. In Panik, renn weg. So, dann haben wir die da schon mal vertrieben. Du kommst jetzt mir mal hier hin. Der nächste Datensatz gehört fast uns, Commander. Unser Agent muss nur noch die Funkrelaisstation aktivieren. Sehr gut. Wir haben die Exaltdaten zum Teil. Dann müsste erst noch da, ist er dann noch da hinten, ja? Kommunikation durch das Hacking unterbrochen. Suchen wir die restlichen Relaisstationen. So. Mit ihr laufe ich hin und her und krieg halt nichts ab. Bittere, bittere Pille. So, ab da nach hinten. Und dann würde ich sagen, war's das erstmal für diese Runde. Wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Mal. Sie bewege ich noch. Und, ich wünsche euch was. Bis dann, euer Rio. Ciao.